Herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Hier bin ich wieder, euer Xtreme. Und es geht weiter. Leorix Korridor. Und da gehen wir jetzt rein. Wir haben eine Stufe 6 im Moment schon. Es geht ja zügig voran im Moment. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Deckert kein! Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warn, bringt mir seine Knochen. Willkommen, Deckard Cain. Zu Hilfe! Wir müssen natürlich auch noch unsere Fähigkeiten weiter ausbauen. Komm her, Junge. Hey, ich bin hier, um euch zu retten. Yes. Zurück in eure Gräber. Ja. Geht zurück in eure Gräber. Wir müssen in Bewegung bleiben. Will mir ein Arschstück geben, der Hund. Und wieder nichts Vernünftiges dabei. Speicherpunkt. Hier noch alles wegpusten. Wie ihr sehen könnt, nehme ich ja wieder am Stück auf. Mehrere Folgen eben. Damit ich ein wenig was zum Hochladen habe. Und wir sprechen mit Deckard Cain. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Lea hat mich um Hilfe gebeten. Sie wird erleichtert sein, euch wiederzusehen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Dann wollen wir mal eintreten. Garten der Kathedrale. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Jawohl, der Herr. Mal auf. Zu sehen. Und wir begeben uns nach Neu-Tristram in die Stadt. Ich habe Lea versprochen, ihren Onkel Deckard Cain zu retten. Als ich ihn fand, stand er dem Skelettkönig gegenüber. Und nun versperrt mir dieses Scheusal den Weg zum gefallenen Stern. Neu-Tristram angekommen. Mal einiges verkaufen. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Hier müssen wir noch nichts. Und das gehen wir gleich ins Lager, weil nicht, dass wir sterben und doch dann alles. Und den Pilz, den hier unten hin. Wir hätten wir das wechseln sollen. Das anders machen. Moment. Ich ordne das mal. Vielleicht können wir es ja noch brauchen. Menü, komm her. Was hat man jetzt gemacht? Könnten wir jetzt Symbole auswählen? Gut. Mit der rechten Maustaste, wenn man hier draufklickt, hier Symbole
auswählen. Mal wieder zurück. Fangen wir an mit den Kleinen. Ja, komm schon. Hin. Dann die Grünen. Die gelben Items drauf. Die guten. Und dann werden wir eben die haben. Platz mehr. Okay, den Pilz müssen wir hier noch lagern. Und die tun wir jetzt auch mal hier. Vorübergehend könnte man natürlich noch haben, noch die 20. Einfach 200.000. Damit wir Plätze haben. So, wir sprechen dann mit Lea. Dank dir und deiner Freundin hier. Ich habe nur eine Frage. Was wisst ihr vom gefallenen Stern? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet. Jetzt kriegen wir eine Hose. Ist besser, Vitalität mehr drauf. Dann können wir die verkaufen. Ich habe mein Leben größtenteils. Was habt ihr über eure Muscheln? So, die können wir schnell verkaufen. Ich mache es eben so schnell wie möglich durch, damit ihr nicht die ganzen Gespräche mithören müsst, außer ihr wollt es so. Jetzt machen wir da unten schnell. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestellt. Da reden wir unten. Edric E-Man. Was gibt es? Da müssen wir schnell helfen. Nicht mal, okay. Wir schauen Fertigkeiten auch noch schnell, was wir schon wieder dazugelernt haben. Hungriger Pfeil. Können wir diesen machen. Uns ist noch nichts dabei. Ab 10 geht es erst mit der anderen Stufe weiter. Wir gucken kurz ins Haus, ob ein Büchlein da ist. Nichts zu sehen. Wird Lea auch kein Buch haben. Hier liegt ein Buch. Onkel Deckard ist wieder zu Hause. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Ich bin so froh. Aber der Skelettkönig? Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen... Hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Stimmt. Deckard Cain. Der Skelettkönig war einst unser Geheimnis. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarung warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Seid ihr? Ich bin der Letzte, als ich das lassen wir mal alles. Also, ihr wollt es sehen. Die Gespräche mitverfolgen. Dann können wir diesen nächsten Char machen. Hardcore-Char. Wenn ihr wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann helfen wir schnell noch. Patrick E-Man bei seiner Frau
kennt, aber. Hab Dank. Folgt mir. Nichts zu danken. Wir helfen noch gerne. Mach die Türen auf. Keller der Verdammten. Ach, ich verschieße. Bitte vergib mir. Oh, Hedrick, hilf mir! Oh, da kotzt sie sich aus. Mir der E-Man zu uns. Nein, geh weg von mir! Von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Okay, doki. Wir richten es ihm aus. Die Tore. Speicherpunkt erreicht. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. So, und ich mach mal Pause wieder. Ich weiß noch nicht, nehme ich noch weiter auf eine weitere Folge oder noch mehr oder... ich offline, aber auf alle Fälle sehen wir uns in der nächsten Folge, nächsten Let's Play von Diablo Hardcore, der Dämonenjägerin. Es freut mich natürlich, dass du wieder dabei gewesen bist und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem. Ciao, euer Xtreme.